gespeichert. Mit diesen schlauen Worten, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Anno 18. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das noch drauf war. Weiß ich auch nicht, aber abonniert doch einfach mal den Kanal. Sowieso. Ja, support ich ja. Es ist also, Nacht. Ich muss mir jetzt irgendwie die Bauernknappheit ja, guck mal, nehmen. Ob die jetzt wieder alle eingezogen sind auf Der Adler. Der Adler war das. Weil das war ja das Problem. Dann müssten die ja eigentlich jetzt auch wieder genügend. Wie eine Frühlingswiese. Nee, nämlich noch nicht. Aber vielleicht, ich habe da ja nur die Verarbeitung gebaut. Vielleicht ist da jetzt das andere aus. Ist das hier so? Ja, ne? Ja, guck einfach in dem Markthaus. Nee, unten rechts war das irgendwie. Genau da. Da. Ja, Wolle geht hart zurück. Also ich würde da mal ein bisschen mehr... Ja, ich voliere mal ein bisschen. Wolli machen. Aber dann haben wir natürlich noch weniger Arbeitskraft. Ja, das ist ein kleines Problem. Wir müssen Bauern aufstocken. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, aber bau erstmal die anderen Sachen. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt... Stiefelpolitur schmeckt gar nicht... Rivale erlebt totale Niederlage. Ein Gesinnungszuschuss von plus minus null. Ja, finde ich schade. Haie umkreisen jetzt den Leichnam des untergegangenen Handelsimperiums. Ja, wir können, wir müssen leider was annehmen, weil wir haben keinen, wie du hier siehst. Ja. Mach ja, mach mal. Ja, aber du hättest doch mal nichts machen können. Oder dann haben wir halt minus 10 weniger. Ja, haben wir halt 10 weniger. Wir sind doch jetzt schon bei minus 45. So, ey, wir brauchen auf jeden Fall more of the dudes. Könntest auch mal, vielleicht nicht gerade hier, sondern auf der Insel, wo wir schon Strom haben, vielleicht ein bisschen was machen, oder? Oder meinst du, brauchen die gar nichts? Aber hier ist schon Pendlerkai, deshalb wäre das... Wir brauchen ja einfach nur Bauern, also... Ja, eigentlich erstmal nur Bauern und Fisch, das reicht ja fürs Erste, oder? Können nicht so anspruchsvoll sein, wo bauen wir die denn? Da hinten in den Wald. Ja. Weil leider können wir die Leute von Mirakuntrai 2 nicht nutzen. Jo! Das sah ja komisch aus am Ende. Dann jenes Gedöns hier. Ja, und dann. Wo ist es? Wo ist the House of the Bauer? Ja, gibt auch nichts über organisch gewachsene Städte. Ja, was denn? Das sieht doch aus, als hätten die einfach in einer Reihe den Dienst gebaut. Weißt du, woran das liegt? Weil du einfach in der Reihe hier ein Dingens gebaut hast. Aber ich würde da ganz dringend mal ein paar Fischerhütten bauen. Weil sonst sagen die gleich, wir brauchen Fischer. Das ist ein gar nicht so doofer Plan. Ja, mach mal bist du, also du bist eigentlich meistens sehr doof. Das glaube ich nicht. Gerade eben war das ein solider Einwand. Wir haben nämlich jetzt schon wieder genug Bauern. Jetzt nicht mehr. Warum? Wir sind gerade von plus 62 auf minus 150 gesprungen. Was haben wir falsch gemacht? Vielleicht haben die festgestellt, dass sie doch keinen Fischer haben. Auf jedem Feld wächst auch ein bisschen. Ja, aber das ist doch quasi hier, die sind doch schon voll. Ja, ist ja gemein. Jetzt gleich da. Da, das eins Fisch ist doch schon, Eins Fisch. Stell mir nicht so an. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Dorf! Ja, nee, das kriegt ihr alles nicht. Wir brauchen euch aber ihr könnt Fisch essen. Gleich. Wir brauchen euch nur als billige Arbeitskräfte. Ja, komm, auch billige Arbeitskräfte verdienen eine Folge. Weil wir hätten auch, vielleicht solltest du gleich eine Reihe nochmal wegnehmen und dafür da ein Wehchen machen, damit die alle in den Genuss der Kirche kommen können. Was für eine Kirche? Das ist eine Feuerwehr. Achso, in die Feuerwehr. Aber du könntest auch eine Kirche bauen, das haben sie ja schon verdient. Ja, die können ja auch... Weil das ist vor allen Dingen was wir nur einmal bauen müssen, dann ist es da. Das ist sehr praktisch. Ein Wirtshaus kannst du denen vielleicht auch geben. Nee, mach da doch die großen Plätze. Also, weil da passt ja endlich mal was mit vier. Ich glaube, die sind schon wieder zu groß, oder? Nee, ja, doch. Aber es gibt noch eine Zwischenstufe. Nee, den brauchen wir noch nicht. Nee, da müssen wir wieder was ausstellen. Ist das der DLC? Glaube ich schon. Aber da kommen wir noch zu. Wenn nicht in dieser Aufnahmesession, dann irgendwann mal. Ja, so ein schöner Reiter. Und ein Zaunende. Und eine Zaunecke. Aber eine Zypresse, bau bitte eine Zypresse. Ein großes Denkmal. Sie haben uns ein großes Denkmal gebaut. Das neue Lied. Und jeder absolute Vollidiot weiß.
Ich will eine Zypresse haben. Nee. Warte. Ich will aber trotzdem eine Zypresse haben. Was ist denn? Da. Sehr schön. Nimm die Feuerwehr. Dann wie schon mal kacke, den er dir eingefügt hat. Ach, wieso? Habt ihr jetzt mittlerweile... Ja, es sind billige Arbeitskräfte hier. Ja, und sie fühlen sich scheiße, aber es macht ja nichts. Ja, die sollst nicht so anstellen. Du sollst jetzt mal einmal vielleicht... Du kannst ja auch, wenn du hier nicht zufrieden bist mit deinem komischen Schnudel, ja, dann mach doch dein eigenes Let's Play. So, Kannst du vielleicht mal einmal gucken, wie das denn jetzt mit dem Kaffee aussieht? Weil ich habe das Gefühl, da... Kaffee? Ist ein bisschen... Ich schwanke zwischen Zufriedenheit und Bestürzung. Guck mal einmal, sind denn da neue schon wieder da? Neue Kaffees? Wo ist der Kaffee? Ja. Oh, Dampf. Also vielleicht müssten wir da das einfach nochmal erhöhen, aber... Klopapier und Melone. Ja, nachdem man da links diesen Bogen gefahren ist. Die Waffenruhe wurde beendet. Oh, oh. So, dann haben wir das jetzt geguckt. Ich guck mal wieder nach Kuntre 2. Oh, wo sich die Kamera einfach mal abspackt. Und mal gucken, ob. Wie geht's euch? Alles okay? Ja, jetzt gucken wir mal, ob da wieder was hart abnimmt. Ja, aber erstmal bei den Grundsachen bitte gucken. Fisch. Aber Fisch haben wir genug gemacht. Schnaps. Wir brauchen, glaube ich, nochmal einmal Wolle mehr. Oder zwei sogar. Nee, das rechts, auf der Mittelinsel, genau. Da auf Manhattan. Sieht echt so ein bisschen so aus. Das sind die Wollereien. Ja, Herr Wollersheim. Mach doch das da nach hinten mit. Das können wir doch nie mehr... Oh. Ja, das war jetzt natürlich... Oh. Ist halt ein bisschen Gustav Echtzeit drin. So. Ja, geil, ne? War echt gut gemacht. Also. Ich glaube, dann müsstest du noch gucken nach Brot und sowas und Bier. Bier. Brot. Oh, die Uni bringt offensichtlich gar nichts. Naja, haben wir sie schon mal für demnächst. Brot ist... Da brauchst du, glaube ich, doch noch eine Schule. Ich baue jetzt aber erstmal noch so eine Bröterei. Oben, 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 oben. Oben, oben, oben. Rechts. Da. Ja! Du kennst das Layout aber auch immer. Du hast das doch gelernt, oder? Was? Das Layout hier von der Stadt. Wieso? Ich wusste, dass ich die oben gebaut habe. Ich esse Brot! Du isst Brot! Guck mal einmal, ob diese... Genau, ja, ich glaube, du musst doch noch eine Schule bauen statt eine Uni. Ich glaube, das ist leider nicht so, dass ich das ersetzt. Und du isst auch ein Brot. Wir alle essen Brot. Mal, einmal gedreht vielleicht? Passt das? Ja, so ist doch schön. Kabems! Kabems! Warum ist da denn mit dem Käfig? Da müssen die Kinder rein. Die böse waren, das ist die Karzer. Du kannst doch nicht erklären, dass dein Klettergerüst ist. Guck mal, da sind ganz viele Luftballons, voll die Umweltverschmutzer. Da ist diese Gretel zur Schule gegangen, diese absolute schreckliche Weltvernichterin. Jetzt kommt der Mercurius, ich sag da nichts so. Moment, irgendwas. Können wir den Musikpavillon eigentlich schon bauen oder ist das nur dieses? Musikpavillon? Ich vermute, dass er erst da ist, oder? Da links vielleicht? Oder ist die Weltausstellung? Wir können schon die Weltausstellung bauen. Ja, Weltausstellung Fundament. Ja, aber wenn, dann müssen wir schon ein bisschen mehr integriert haben in die Stadt. Da würde ich sogar fast Blöcke für abreißen, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht machen wir das doch nach oben. Nee, mach das doch nach oben daneben. Nee, links. Also ich meinte jetzt eher so, nee, darf ich mal ganz kurz? Also wir können es ja eh noch nicht bauen. Ich hätte jetzt so hier so gedacht, weil da kommt ja sowieso noch was hin. So vielleicht oder so. Guck mal, passt das? Das passt. Nein, der Weg fehlt dann. Dann lieber vielleicht doch so? Naja, macht die Sache nicht viel besser, ne? Wobei, dann könnte man da so Zypressen vorsetzen. Genau. Ich glaube, so wäre gar nicht schlecht. Okay. Ja, wir können es eh noch nicht bauen. Was kostet das denn? Ganz schön viel. Und das ist dann ja auch wieder, also das ist wieder Kaiserdom, ne?
Spielstand. Ja, dann, was kostet denn jetzt? 200 Ziegel. 200 von allem nehmen wir ja nicht mal so in Kauf. Das heißt, wir haben noch bestimmt ein Schiff auf Lö. Aber vielleicht schickst du im Auszustand schon wieder eins rüber. Für Königin und Vaterland. Nein. Aber wir haben doch jetzt Schiffe zum Zerstören. Ja, aber ich habe gerade einen anderen Plan. Ich kann nicht alles gleichzeitig machen. So. Dieser Non-Multitasker-Rock. Also ich würde sagen, du brauchst 4 Schiffe, die du rüberfahren lässt. 100, 200. Ja, damit ist die Aura voll. Die musst du ja auch losschicken. Ja, nee, ich will nur kurz nochmal was gucken, bevor ich das tue. Ja, das brauchst du. 150 brauchst du auf jeden Fall. Aber ich würde einfach 200 nehmen, ist besser. Auf Ihren Befehl. Bitte du nach Kapdingsbums. Ja, bitte. Ja, der vorletzte. Da hast du leider nur 3 Slots. Dann musst du da was nehmen, wovon wir nur 150 brauchen. Ja, wovon brauchen wir denn nur 150? Von dem, was du gerade eingeladen hast zum Beispiel. Und ich glaube auch von dem Fenstern, oder brauchen wir da? Fenstern. Ja. Von dem danach brauchen wir 160. Damit ist dann wieder nicht reicht. Warum nicht mein, Achtung, Admiral anwesend. Beim Fundament vor allen Dingen. Warum ist das jetzt ein komplett anderer Kapitän? Das ist der Kaplan, der gemeutert. Was war das? Fenstern, ne? Tak, tak, tak. Können wir auch eigentlich wieder neue Fenster nutzen? Ab nach Trelawney. Ach, ich weiß gleich, was ich in meiner Folge schon wieder machen werde. Ja, aber ich brauche hier. Ist du doch nur irgendwo. Also, da muss doch, ne? Ich krieg mir Blumen. Ich muss auch mal kurz gucken, was ist denn so Brauchbares? Also wir haben Beton haben wir und Fenster. Ich würde auf jeden Fall mal das eine Schiff, was hier noch steht, so Holz schicken. Haben wir. Ziegel nicht. Und Metal. Schick doch mal das eine Schiff, was da steht, zurück. Da. Nee, das andere. Also, du kannst beide machen, aber das hat auf jeden Fall 4 Slots nochmal. Machen. So. Stimmt, wir haben ja noch ganz viele. Der letzte Kurfürst, Löwenmäulchen und Victoria die zweite. Dritte. Haben die anderen denn, wie viele Slots haben die denn? Ach, 3. Naja, drei. Aber kann man auch nutzen, wenn man 3 hat. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. Die Seezunge geht, oder ja, vielleicht hast du erstmal alle 3 auswählen, sondern musst du es nicht 3-mal hintereinander machen. Ja, aber ich will nicht alle zurückschicken. Ja, dann meine, die bleiben hier. Als, die sind gut. Die stehen da in der Bucht oben und machen gar nichts. Ja, dann machen die nichts. Manchmal ist das gar nichts machen auch einfach besser als das etwas machen. Kessel unter Dampf! Jawohl, wir gehen! Du hier hin. Und du hier hin. Und du hier. Sind unterwegs! Ja, ist hier. Kannst du vielleicht einmal noch mal gucken, ob die Sonne jetzt da ist noch? Ob man die sieht wie wirklich? Wie mach ich das denn? Ich drück mal F1. Wir müssen kann ja noch. Nee, jetzt, du bist noch auf dem Schiff fixiert, warte. Jetzt. Da müsste sie gefühlt sein, oder? Weil da ist ein bisschen heller. Aber so richtig sieht man sie nicht, ne? Ja, ist halt einfach ein anderes System, als wir das kennen hier. Ich will Nord. Die haben keine Sonne da. Ja, das ist halt einfach. 1800 gab es noch keine Sonne. Was machst du denn jetzt eigentlich? Ja, da war aber auch alles schwarz-weiß schon. Aber alleine das ist schon nicht realistisch. Wie geht es euch denn? Die Ingenieure. Wunschlos glücklich leiste ich die beste Arbeit. Wir brauchen nämlich sowieso noch Ingenieure, aber wir haben einen Plan. Mehr wollen nicht. Warum nicht? Will mir das erklären? Nein. Wir brauchen mehr Ingenieure, weil wir nämlich Bram züchten wollen. Der Clou ist es, in die richtigen Leute zu investieren. Ey! Was, das ist unfair. Jetzt? Ja, sie hat uns auf der Artlö was gekauft. Ich könnte dich zum Weinen bringen, wie ein kleines Kind. Ja, und da kommen wir mit unserer Flotte an und dann weinst du. Kennen wir schon. Jetzt kauf das doch zurück.
Wo war das denn? Auf Dürr Adlö. Dürr Adlö, William Escape. Und es wurde übrigens auch in den Kommentaren, bei den wenigen, die es hier gab, geraten, dass wir mal Anteile von irgendwem anders kaufen sollen, weil dann kriegen wir mehr Geld. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee, glaube ich. Aber das findet sie bestimmt nicht so geil. Die Kosten nicht, Einfluss. Ja, ja, aber theoretisch. Ja, ist hier denn schon irgendwas passiert? Eigentlich ist noch niemand hier. Jetzt haben wir zu wenig von den Mitteldingern. Ja, ja, das ist ja auch kacke. Aber. Oh, das ist eine Aufgabe. Ich versuche gerade, unsere Mittelschicht zu lösen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Nein, die Schnapsbrennerei ist explodiert. Wer hätte denn damit rechnen können? Aber währenddessen explodieren auch unsere Kosten da. Was ist da denn los? Warum haben wir auf einmal so wenig Kosten nur noch? Ja, weil ich gut bin. Wir haben was Neues freigeschaltet. Was denn? Die Flammen wurden gelöscht. Das Clubhaus! Und der Zigaretten. Zigarren. Eine Kunststrahlerei für die Schachteln. Warum? Für die Schachteln. Man kann die nur in Schachteln verkaufen. Natürlich. Kann man auch nicht neu benutzen, weil wir sind 1800, da muss man sich darüber noch keine Gedanken machen. Ich habe gerade irgendwie mein Kabel eingesperrt. Warum wollt ihr denn eigentlich aufsteigen? Was fehlt euch denn? Nichts. Wir wollen trotzdem nicht aufsteigen. Warum? Warum? Weil die noch nicht mal voll sind. Ja, mein Gott, da ist eine Taverne. Nein, ich meine eigentlich, dass, weil da noch nicht 20 drin gelebt haben. Ja, und? Kannst du gleich mal auf Mia Kundrei 2 nochmal gucken, was mit der Schnapsbrennerei ist? Ja, wahrscheinlich nichts mehr. Ja, die ist gelöscht worden, aber... Ja, bau die mal wieder auf. Und guck mal einmal, ob da... Und du musst die Lagerhäuser mal upgraden. Wir brauchen das Zeug doch für die Ausstellung. Ja, aber nicht da, das Zeug. Die Ausstellung, ich glaube, die stehen alle links, weil die bleiben da immer stehen. Irgendwo, meine ich. Oder fahren zu einer anderen Insel, genau. Wo fahren die hin? Ja, ich weiß auch nicht. Das hat irgendwie, glaube ich, den Grund, weil wir irgendwelche anderen Inseln eingenommen hatten. Der geflügelte Affe. Hier hatten wir doch auch noch die, also wir sollten hier mal uns auch irgendwann mit der Questreihe hier beschäftigen. Ich glaube, das mache ich nächste Folge mal. Was ja, macht ist geheimer? Aber gib erst diese Ausstellung of the World, ne? Das ist wichtig. Unsere ja, Kosten können sich gerade nicht entscheiden. Die Waffenruhe wurde beendet. Neue Ziele? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Okay, das ist... du bleibst bitte hier. Brauchen wir auch hier auf Mirkum 3.2. Also ich muss ja sagen, das Wasser sieht nicht so toll aus bei Nacht. Naja, ist halt dunkel. Also es ist nicht auf der höchsten Detaillierungsstufe, aber bei Tag fällt das nicht so aus. Weil das nicht funktioniert. Ich habe jetzt nur 57,05 FPS. Ist der Rechner etwa nicht so geil? Wir spielen auf Stufe 3 und nein, der Rechner ist nicht mehr so geil, das ist klar. Ist ja, alles, was länger als einen Monat alt ist, ist hier schon nicht mehr so geil. Deiner ist auch schon nicht mehr so geil. Kannst du mal aufhören, das ist nicht StarCraft hier. Ja, aber immer noch geiler als deiner. Aber den geilsten natürlich Mono. Hat ja auch das Fünffache gekostet, dein Rechner. In die Takelage! Nein, nein, nein! Fenster, jetzt bräuchten wir... lassen sie hochleben. Geil, Mittel. Was fehlt euch denn jetzt? Als uns zusteht. Verlieren nämlich, ne, wir haben wieder! Oh, geil, ich hab wieder alles repariert. Jetzt hat man mal wieder so wenig Gewinn. Die Feierlichkeiten sind beendet. Arbeit, irgendwas fehlt den Arbeitern. Und schon sind wir wieder bei minus 10k. Was fehlt denn den Arbeitern? Hat sich verringert. Guck mal, wir verlieren wegen Arbeiter. Ihr Schiff ist von ja, Journaleros und so. Journaleros. Haben wir auch verloren. Kann das so gedruckt werden? Ja. Oh, was pünktlich denn? Auf die Minute. Wie rum! Ja, beim Dodo im Berasso, da ist nie rum gewesen bisher. Keine Änderung. Passt schon. Wir haben keinen Einfluss. Ich bin erfüllt. Ja, ich werde da wieder in meiner Folge Einfluss für raushauen. Mir fehlt doch. Euch fehlt es doch an nichts. Doch, das ist alles zu weit weg.
Das ist alles zu weit weg. Dann geh da hin. Spielstand gespeichert. Nee, da muss man sich ja anstrengen. Kann man nicht faul rumsitzen und dementsprechend in die nächste Stufe weiter aufsteigen. Und ihr da oben habt eh keinen Strom. Die regen mich auf. Die Station. Oh. Der wird bei. So ein nee, den Kapitän musst du doch nicht wegnehmen, oder? Jetzt ist es zu spät, jetzt finden wir den nie wieder. Warum? Der ist doch hier irgendwo. Ja, genau. Ja. Welcher von denen war das denn? Der Fähnrich? Ja, Kriegsschiffe, da muss der Fähnrich gewesen sein. So, was haben wir jetzt noch gebraucht? Was ist das hier eigentlich, Zeug? Schon wieder die Skylines oder warum hast du immer auf 3? Ja, weiß ich nicht, das ist deine Spieleinstellung. Nee, die hast du da hochgestellt. Was brauchen wir jetzt noch? Metal? Metal. Und zwar 160 Mittel. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Hast du nicht wenigstens einmal noch auf Club Trelawney vorher klickst? Eine Artilleristin. Ja, und die explodieren gleich Artisten. Und es explodieren gleich wieder irgendwelche Sachen. Dann noch ein Titel. Go! So, die Weltausstellung ist fast auf dem Weg. Was stellen wir denn überhaupt aus? Unsere Affen oder unsere Delfine? Unsere tollen Städteplanung. Guck mal hier eigentlich nochmal. Das ist neu. Ah, da geht der Musikpavillon. Aber da muss man die Stücke, die da aufgeführt werden, muss man noch finden. Auf Expeditionen. Wir müssen nochmal wieder Expeditionen machen. Wo bauen wir denn hin? Das ist ja total für eine Art. Du kannst da doch Fahrtornamente hinsetzen, dann würde das passen. Jetzt ist es zu spät. Wir haben eine Aufgabe nicht erfüllt. Ja, da kann ich nichts fühlen. Halten Sie überall nach Partituren Ausschau. Voraussetzungen für die Aufgabe sind nicht mehr erfüllt. Hier haben wir noch nichts. Ach, und deswegen ist hier jetzt einfach so... Ja, da spielt dann jemand. Das ist ja nicht die Bühne. Die Bühne ist ja das andere. Warum müssen wir denn so Stücke finden? Damit man was zu tun hat. Was ist das denn? Bestimmt eine archäologische Expedition. Ein guter Kapitän achtet die See. Er fürchtet sie. Das ja, glaube ich ne? eigentlich nicht, aber kannst ja mal. Rainer Winkler geht auf Expedition. Was ist das denn? Nee. Du musst erst. Ich kann nicht weiter rumscrollen. Da. Nach dem ersten Sturm. Geht nichts über perfekt optimierte Menüs. So, also, was brauchen wir denn? Redegabe, Schnippkes. Wie, das ist Heilkunst. Ja, dann vielleicht. Du kannst da drüber haben, da steht das, wofür das ist. Hohoho, Babadibubi. Navigation? Nee, auf die, über die Güter kannst du haben. Da steht dann Heilkunst. Jagdglück, Gefechtskunde. Was ist denn wohl Glaube? Schnaps oder was? Nee, Rum bestimmt oder sowas. Heilkunst, Geschick. Navigation. Ja, Glück, natürlich mit Glas. Guck mal rum. Mir ist auch Heilkunst. Warum auch immer. Da, Dampfmaschinen. Glaube, natürlich. Glühbirnen. Mhm, Glühbirnen. Ja, und nimm mit. Nimm mit. Wir haben noch kein Glau, ach doch. Möglicherweise. Aber Navigation ist wahrscheinlich. Warum haben wir eigentlich Zigarren schon? Die haben wir gefunden. Die haben wir wahrscheinlich irgendwo mal von einem Auftrag gekriegt oder so. Aber ich habe
Stimmt. Stand gespeichert. Tippe wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Der hatte, glaube ich, eine Reaktion gerade. Weiter unten. Der rechts, ganz rechts. Navigation 10. Hatte der. Ja, nehmen wir mit. Und schlägt noch Navigation 5 drauf. Ja. Gut, Expedition beginnen. Los, Reine! Ja, der muss jetzt erstmal zum Mega-Grundreifplatz finden. Das dauert also noch ewig. Aber dieses ewig. Stopp. Dauert es nicht mehr, bis die neue Folge da ist. Das war's nämlich für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr das Feuer klicken und rechts ein Aspekt von mir. Wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.